Kanzleramtschef Braun hat mit einem Vorstoß, die Schuldenbremse umzubauen, eine heftige Diskussion ausgelöst. Im Handelsblatt plädierte Braun dafür, die Schuldenbremse wegen der Corona-Krise für eine begrenzte Zeit auszusetzen und dafür das Grundgesetz zu ändern. Widerspruch kam aus der Union. Zustimmung signalisierten Grüne und Linkspartei. Bundesfinanzminister Scholz, SPD, sprach von einem interessanten Vorschlag, wies aber auf hohe gesetzgeberische Hürden bei der Umsetzung hin. Im Kanzleramt laufen alle Fäden zusammen in der Corona-Politik. Dazu gehören offenbar auch Überlegungen zum Umgang mit den enormen Kosten der Pandemie. Der Chef des Kanzleramts, Helge Braun, hält in einem Gastbeitrag im Handelsblatt weitere Schulden für unausweichlich. Die Schuldenbremse ist in den kommenden Jahren auch bei ansonsten strenger Ausgabendisziplin nicht einzuhalten. Braun schlägt vor, die seit 2009 im Grundgesetz festgeschriebene Begrenzung der Neuverschuldung anzupassen. Empörung in seiner eigenen Fraktion, die stets auf die Schuldenbremse pocht. Es ist nicht meine Position, es ist nicht die Position unserer Haushalts- und Wirtschaftspolitiker und es ist auch keine mehrheitsfähige Position in der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Mit knapp 180 Milliarden Euro Neuverschuldung kalkuliert der Bund 2021. Zum zweiten Mal in Folge eine Ausnahmeregelung von der Schuldenbremse. Die SPD, die den Finanzminister stellt und von einer Rückkehr zu den Regeln ausgeht, gibt sich verwundert. Ich weiß nicht, ob das innerhalb der CDU-CSU so abgesprochen ist, ob vom Kanzleramt eine komplett neue Einschätzung aus der Sicht der Union auf die Schuldenbremse erfolgt. Die FDP interpretiert den Vorschlag bereits als Wahlkampfmanöver. Der Kanzleramtschef unternimmt hier vorgezogene Koalitionsverhandlungen mit den Grünen. Die Grünen wollen ja schon länger eine entgrenzte Schuldenpolitik machen. Der Chef der Wirtschaftsweisen, der die Regierung berät, hält eine Abkehr von der Schuldenbremse gar nicht für notwendig. Der Finanzminister hat sehr viele Reserven gebildet in Form von nicht genutzten Kreditermächtigungen. Es bestehen noch Rücklagen aus der Flüchtlingsreserve und Ähnliches. Also da gibt es schon sehr, sehr viel Spielraum in den kommenden Jahren. Der Kanzleramtschef verweist auf den unklaren Pandemieverlauf. Grundsätzlich stehe er zur Schuldenbremse. Es wirkt wie ein veritables Eigentor, das der Kanzleramtsminister da seiner Union geschossen hat. Unter der Überschrift Plan für Deutschland schlägt Braun eine zeitweise kontrollierte Aussetzung der Schuldenbremse vor. Diese sei vorerst nicht einzuhalten. Ob die Kanzlerin informiert war, ist nicht bekannt. Angela Merkel distanziert sich heute. Es sei Brauns Privatmeinung, lässt sie mitteilen. Auch Fraktion und Partei reagieren kühl und ablehnend. Schließlich rührt Braun an einer der Grundlagen der Politik von CDU und CSU, einer Politik, die man jahrelang verteidigt hat. Wir haben ja übrigens für solche Pandemiefälle, für Fälle großer Katastrophen in Artikel 115 genau die Ausnahme zeitlich befristet mit Rückzahlung und vielen, vielen Einzelregelungen, die wir ja jetzt auch auf den Weg gebracht haben in der Pandemie. Und wir glauben, das ist absolut ausreichend. Und insofern brauchen wir da auch nicht mehr drüber zu diskutieren. Die Befürchtung in der Union, einmal ausgesetzt, komme die Schuldenbremse nie wieder. Bei der FDP löst der Vorgang nur Spott aus. Orientierungslos nennt FDP-Chef Lindner die Christdemokraten. Die Position von Herrn Braun hat dagegen den Charakter einer finanzpolitischen Kapitulation. Geradezu demonstrativ begrüßt SPD-Kanzlerkandidat Scholz Brauns Plan. Und auch die Grünen sind voll des Lobes. Ich kann die Unionsfraktion nur auffordern, nicht an alten ideologischen Dogmen festzuhalten, sondern da in eine offene Debatte einzusteigen. Es ist der Beifall von der falschen Seite. Am Nachmittag relativiert Helge Braun seinen Vorschlag. Ich liebe die Schuldenbremse, schreibt er auf Twitter.